Wir wollen jetzt Bezug nehmend auf das letzte Update über den Paradigmawechsel. Will ich doch mal zeigen, was für minimale Auszüge ihr euch erklärt. Da ist eigentlich alles Wesentliche drin und ich kann wirklich dir Geist, der du dir dieses Gespräch jetzt ausdenkst, so wie du dir alles ausdenkst, nur ans Herz legen, hör dir das dreimal an, hör dir das viermal an. Du musst es immer wieder wiederholen, dass du dich darauf einlässt, sonst wehrt sich dein Ego. Dein Ego ist ein Programm, das versucht, sich mit aller Gewalt am Leben zu erhalten. Das ist es auch, darum versuchst du auch den Körper, mit dem du dich verwechselst, wenn du an deinen Körper denkst, den am Leben zu erhalten. Und damit versuchst du letzten Endes nur dein Gefängnis am Leben zu erhalten. Ich sage mit Holofeeling, dieser Wechsel, einfach nur geht der Danke. Bis jetzt, wenn du an dich denkst, denkst du an einen Trockennasenaffenkörper, an ein sterbliches, vergängliches Wesen. Und ich sage jetzt, tausch einfach, dass du sagst, nein, ich bin nicht dieser Gedanke an meinen Körper, sondern ich bin der Gedanke, ich denke mich als träumender Geist. Dann bist du zwar immer noch ein Gedanke, den du dir ausdenkst, also noch nicht der Denker selber, aber du kannst dann nicht mehr sterben, sondern du stirbst dann von Augenblick zu Augenblick, weil jetzt dein Körper deine Information ist, deine Traumwelt ist. Ja. Das ist kein esoterisches Geschwätz, das ist einfach nur ein Wechsel von dem, was du zu sein glaubst. Aber beim einen, ob du jetzt dich als einen Trockennasen auf dem Körper denkst oder als einen träumenden Geist denkst, du machst dich in beiden Fällen trotzdem zu einem Gedanken von dem, was du bist. Zu einer Information. Und der, der schaut, der jetzt sagt, ich bin das oder ich bin das, ist was anderes wie das, was er sich denkt, wenn er an sich denkt. Und sobald wir uns jetzt diesen Denker ausdenken, ist der natürlich auch schon wieder ein Gedanke. Das ist so unheimlich wichtig, dass du das verstehst, sonst kommst du aus diesem Gefängnis, diesem Gedankengefängnis nicht heraus. Und jetzt greife ich nochmal dieses Gespräch, man muss es zigfach anhören. Und hören kann wirklich nur der Geist, der träumt. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Du musst den Weg ganz alleine gehen. Da nützt dir keine Sekte, keine Gurus, nichts und niemand, weil das alles ausgedachte Dinge sind, die sind vergänglich. Du musst dich langsam darauf einstellen, dass du ewig bist. Und jetzt ist die Frage, willst du das Leben, das du jetzt hast, diesen momentanen Situationen, dieser winzige kleine Bereich deiner Umwelt, die du um dich herum ausdenkst, wo du sagst, mein persönliches Leben, auf Ewigkeiten leben, oder wirst du irgendwann mal was vollkommen anderes erleben, auch dich selbst als wen anders erleben? Das ist möglich. So, und jetzt übertrage ich einmal mein Bild und dann gehen wir jetzt ins Hebräische. Wenn ich die langweilen sollte mit den Wiederholungen, ich sage, ich erkläre dir jetzt erst, was du bist, das ist wichtig, wie ich, dick. Du bist ich und ich bin du. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, so wie du in mir bist. Das gilt jetzt übrigens auch für die ausgedachten Figuren, egal wer du zu sein glaubst. Das haben wir so oft durchgekaut. Und ich sage immer wieder die kleinen Sätze, wenn du die Gedankengänge mitgehst, da gibt es nichts zu diskutieren. Wir denken uns jetzt einmal Menschen aus, die Mitmenschen haben, Familie haben, die sich massiv gegen Holofeeling wehren. Wir haben hier heute Morgen wieder... Ich tue mal meinen Bildschirm da an, den tue ich gleich mit Audio da an, weil wir den Ton brauchen. Wir haben heute Morgen zum Beispiel der letzte Eintrag im Chat. Das ist einer von vielen Chats, darum geht es eigentlich gar nicht. Aber das ist Moment. Weil das wieder so treffend ist, wo ist das Holofinchen? Lutz, schreib sowas lieber nicht. Ich weiß nicht, wer von euch noch in diesem sinnfreien Ugo-Chat ist, aber der schreibt, dass sich sein Bruder wegen Udo die Hand abgesägt hat. Außerdem zieht er jetzt Holofeeling voll durch den Dreck. Ich glaube, der ist nun komplett durchgedreht. Das, was du jetzt siehst, sind nur Worte. Bildschirm wird übertragen, oder? Ja. Okay. Dann antworte ich, wer denkt sich das hier und jetzt aufgrund dieser Worte aus? Das ist der Geist des E-Quadrat, J-C-H-I-C-H. Das sind nur Gedankenwellen. Welche Vorstellungen machst du aus den Worten? Wenn jetzt das in Portugiesisch dastehen würde, würdest du nur Worte sehen und dann wird deine Logik sagen, kann ich nicht lesen, verstehe ich nicht. Stimmt oder stimmt? Ja, stimmt. Gib dir mal kurz die Rückmeldung, dass ich weiß, dass die Leitung läuft, weil ich sehe nur mein Bildschirm. Der Denker bzw. der träumende Geist, der die Informationen wahrnimmt, schreibt jetzt ein von uns ausgedachter Moritz. Du Geistesfunken kannst immer nur das wahrnehmen,
Existenz einer aufgespannten Berechnung, ein flackerndes Licht, die ständig wechselnden Informationen, was du dir selbst ausdenkst. Alles, was du nicht denkst, existiert für dich nicht. Das ist der Kern der Sache. Ja. So, das war nur vorneweg. Es wollte mal gesagt sein, es geht also letzten Endes um dieses Gespräch hier, Holofeeling, der absolut vollkommene Paradigmawechsel in uns Geist selbst. Das ist der Glaubenswechsel. Ein neuer Glaube ist wie ein neues Leben. Mhm. Ein neues Programm auf einem Computer ist eine vollkommen neue Welt. Ja. Wenn du jetzt Videospiele spielst, spielst du jetzt Anno, besiedelst du irgendeine Insel, setzt fest, wo die Häuser stehen, was da aufgebaut wird für eine Infrastruktur, da spielst du GTA, da spielst du, egal welche offene Welt, welches Spiel du spielst, du wirst dann eine Figur in dieser Welt sein. Und du bist zurzeit eine Figur in einer Welt, die durch deinen Intellekt aufgeschmissen wird, durch dein Programm aufgeschmissen wird. Und da gehe ich jetzt nochmal, das sollten wir wirklich ein paar Mal hören, aber ich gehe jetzt einmal etwas weiter, dass ich sage, da ist nichts Neues in dieser Welt selbst. Und ich springe da ganz einfach mal ein hier bei 4.286 Sekunden. Und das sind so Kleinigkeiten, all das, es gibt keine Kleinigkeit, die nicht synchronisiert wird mit Zeit, mit Zahlenwerten in dieser Struktur meiner Matrix. Das ist jetzt, wenn ich jetzt die 42 zum Beispiel nehme, wir machen einfach einmal 42, wir schreiben das so, und dann hast du hier in ihnen, an, durch, unter, auf, gegen, wieder, über ihnen, immer im Meer, B, im Meer ist eine polare Gestaltwertung. In mhm. ihnen, den Männern. Das sind ja. die träumenden Geister. Ja. Okay? Mhm. Und ich lasse das einmal kurz laufen. Wir gehen dann in dieses Video direkt rein und da hören wir uns. Ich habe das ja schon kommentiert. Ich halte es immer wieder an und kommentiere das, aber ich zeige dir jetzt das, was die wesentlichen Stellen sind. Okay. Dass Täuschung erkannt wird und er dann in seinem Wert entwertet wird. Das ist das große Problem mit Holofeeling, weil Holofeeling nimmt dir alles weg. Mhm. Es zieht dir, wie ich immer sage, den Boden unter den Füßen weg. Es erklärt dir, dass du das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, nicht bist. Dass alles, was du dir ausgedacht hast, auf Lügen aufbaut, auf geistlos nachgeäfften Wissen. Und dann wirst du aggressiv werden, dann wird es zu einem absoluten Feindbild. Und ich sage nochmal, wenn du wüsstest, wie oft mich das schon in der Personifizierung das Leben gekostet hat, weil ich versucht habe, Menschen das zu erklären. Jetzt so, das ist also hier die Grundaussage. Und jetzt springe ich direkt auf diese Seite, warum beharrt die Medizin. Und wir hören uns jetzt nochmal zwei Stellen an und wir machen das jetzt nochmal wirklich mit der Vordersprache im Hintergrund. Die erste Stelle, die ist hier bei 181. Sagt dir die Zahl was? Aber, hallo Udo, natürlich. Das ist jetzt genau hier dieses Beroshit, das über den Kopf von dem Pixelmännchen Udo drüber steht. Das ist der erste Satz, die ersten 28 zeigen in der Dora. Beroshit. Parashit, inmitten dieses Kopfes erschafft UP, El Hayom, Gott, Himmel und Erde. Das ist der Mittelpunkt, das ist die 8, die große rote Kollektion mit dem Plus 1 und dem Minus 1 drumherum. Schauen wir mal, was da losläuft. Da kommt erst einmal das Wirkliche. Genau zuhören. Wirklichen. In diesem Fall ist eine Identität zwischen Selbst und Selbstbild, Ego, gegeben. Bei einer Identifizierung mit einem falschen Selbstbild macht der Mensch seinen Selbstwert fälschlicherweise davon abhängig, dass niemand erkennt, dass er nicht mit seinem Selbst übereinstimmt. Das rote Selbst ist dein rotes Ich. Und sobald du dich mit einem Gedanken von dir verwechselst und sagst, ich bin dieser sterbliche Trockennasenaffe, bist du komplett in der Vergessenheit. Ja. Und dann versuchst du, diesen Gedanken am Leben zu halten, was dir nie gelingen wird. Wie gesagt, der Körper löst sich ja schon auf, wenn das Bewusstsein wieder in dir zurückkehrt. Das funktioniert automatisch, wenn du weißt, ich bin ein träumender Geist und nicht irgendein Gedanke von mir. Ja. Das ist das Massive und natürlich streust du jetzt deine eigene Unbewusstheit um dich herum als Spiegelbilder mit den Menschen, die anfangen, über dich herzuziehen. Darum sage ich immer wieder, halt den Mund, du musst keine missionieren. Außer du triffst jetzt auf eine Figur in deinem Traum, der weiß, ich bin du und du bist ich. Der diesen Satz, wahrlich, ich bin in dir, so wie du in mir bist und wir sind in dem einen, der UB ist. Gut? Okay. Ja, okay. Und jetzt springe ich hier hin auf 296 und das ist jetzt, das schauen wir uns jetzt dann in der Bibel an. Mhm. Lass mal kurz reinhören.
In der Wissenschaftsgeschichte ist es bisher so gewesen, dass das bevorstehende Paradigma erst dann überwunden werden konnte, nachdem genügend alte Wissenschaftsvertreter gestorben waren. Danach waren nicht mehr genügend alte Abwehrkräfte vorhanden, sodass das neue Paradigma sich etablieren konnte. Witzigerweise erging es den neuen Wissenschaftlern später wieder so. Das wiederholt sich bis zum Erbrechen und das findest du jetzt exakt, da springen wir jetzt einmal in den Dennach rein, in den 10 Geboten. Und zwar haben wir die 10 Gebote an 2 Stellen, das habe ich gesagt, im 2. Buch Mose und im 5. Buch. Wir gehen gleich in das 5. Buch Mose rein und dann schauen wir mal, was da steht, und zwar auf Hebräisch. Und du wirst jetzt Schnappatmung kriegen. Wenn du das erste Mal hörst, bist du natürlich überfordert mit dem Hebräischen, aber ich erkläre das. Einfach zuhören, was blind macht. Und ich erinnere jetzt die LG an ihren Professor Rainer. Bei der Inge diese schöne Geschichte, wo ich hier das mit 1, 2 heißt Vater, ist der Zahlenwert 3, 1, 40 heißt Mutter, ist der Zahlenwert Mutter am, und beide Vater und Mutter verbunden gibt 44 den Zahlenwert von Kind. Wo er dann danach noch in seinem Buch schreibt, nach dem Zusammentreffen, und er schmiert Zeichen hin und keiner kommt mit. Ich sage, das ist dieser Filter, den du hast, wo laufend, wenn du dich beobachtest, du laufend einen Entsetzen in dir hast und sagst, das ist mir zu viel und das verstehe ich nicht und das macht dich blind, würdest du einfach ein neugieriges Kind sein und zuhören, was ich erkläre, dann wäre das überhaupt kein Problem. Das ist jetzt diese 10 Gebote im 5. Buch Mose, das beginnt im Kapitel 5, Vers 1. Und Mose berief das ganze Israel und sprach zu ihnen, höre Israel die Satzungen und die Rechte, die ich heute vor euren Ohren rede, und lernet sie und achte darauf, sie zu tun. So beginnt es im 5. Buch Mose. Wichtig ist hier zuerst einmal dieser Satz, wo es heißt, wo ich heute zu euch rede. Jetzt, heute ist jetzt, jeder Moment, der in dir auftaucht, heute ist jetzt, du kannst morgen kein Glas Wasser trinken. Wenn du es trinkst, trinkst du es jetzt. Und alles, was heute passiert, heute ist schon ein Zeitfenster, dann tust du das jetzt. Das, wenn ich jetzt reingehe, würde das noch wesentlich interessanter sein, wenn wir die Einzelworte anschauen, aber ich mache die wesentlichen Stellen, sonst ufe ich wieder zu weit aus. Jahwe, unser Gott, hat am Horeb einen Bund mit uns gemacht, wo diese 2 Gesetzestafeln herkommen. Nicht mit unseren Vätern hat Jahwe diesen Bund gemacht, mit diesen ausgedachten Vorvätern, diesen Generationen, das ist übrigens da nur DR heißt, diese Generationen, sondern mit uns, die wir heute hier alle am Leben sind, hier und jetzt. Das sind meine Geistesfunken. Jetzt kommt die eigentliche Stelle. Von Angesicht zu Angesicht hat Jahwe auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Und da ist jetzt was ganz Eigenartiges, dieses Angesicht zu Angesicht. Das müssen wir uns genauer anschauen. Das ist nämlich, diese Floskel in der deutschen Übersetzung kommt nämlich 5-mal, genau genommen 6-mal in der Tora vor, aber es wird 5-mal anders geschrieben wie hier. Ich zeige euch das einmal schnell. Ja. Jetzt walken wir in den Text rein. Wir schauen einmal die Stelle jetzt auf Hebräisch. Benim, weil Benim muss ich eintippen. Was habe ich jetzt gemacht? Markierung zu klein. Kleinen Moment. Muss ich aufgehen, muss ich das wegmachen. So, jetzt machen wir das nochmal. So, jetzt so. Das sind diese 5 Stellen, wo dieses Penim al Penim. Und bevor wir jetzt das übersetzen, gehen wir auf das Wort ein. Die erste Radix, wo hier steht, ist Pen. Das ist blau gelesen, eine wissende Existenz. Das ist ja das Deutsch. Ivri ist ganz wichtig, die Vatersprache, die Gottessprache ist wichtig, sonst wirst du das Hebräische nicht verstehen und das Hebräische verstehst du nicht ohne das Deutsche, wie ich das nenne. Pen heißt zuerst einmal ein Aspekt. Du hast hier schon die Schöpfung einer Schwelle, einer raumzeitlichen, die Schöpfung von raumzeitlichem Wissen eckt. Wenn wir jetzt dieses deutsche Wort wieder rückübersetzen, und ich will da jetzt nicht so weit ASB, da gibt es jetzt, da das ein Vokal ist, kann man viele Möglichkeiten machen, aber SB heißt ja, raumzeitliches Wissen ist eine Schwelle, wenn wir drauf gehen, und das Eck, wenn wir das auch so schreiben, dann hast du hier schlichtweg eben, gewiss, ja, für wahr,
aber nur eben jetzt. Mhm. Eben ist die Nulllinie und alles, was aus der Nulllinie eben, expen, kann man lesen, Englisch e, Lateinisch expen, aus uns heraustritt, ist ein flackerndes Licht, das ist nur. Aber es flackert immer gleichzeitig, an meine Fingerbewegung denken. Gut? Ja. Und dieser Aspekt ist eine Ecke. Das ist in unserem ausgedachten symbolischen Tetraederstern ist das eine winzige Facette, wo du dich in ein peripheres kleines Lichtchen, immer diese Metapher benutzen. Die ist unheimlich wichtig. Wir haben einen Tetraeder verspiegelt innen und wir stellen ein kleines Licht rein und du stellst jetzt vor, du wärst dieses eine Licht, dann hast du um dich herum unendlich viele Lichter. Und jedes dieser Lichter hängt in einer Ecke. Das ist eine ganz einfache Metapher momentan und das sind Aspekte, weil Speculum heißt Spiegelungen. Ja. Okay? Wenn ich jetzt ein I dranhänge, Benny, das I am Ende, das J am Ende heißt dann immer mein, dann heißt es mein Aspekt. Das heißt, wenn du jetzt an ein rotes Ich denkst, das in Verbindung steht mit einem blauen Ich, dann ist das ein Aspekt von dir, von dem, der vom Behörigkeit steht, von JCH. Mhm. Das will ich jetzt, diese Spiegelmetapher gehe ich jetzt nicht eins und zufällig aus, die habe ich zigfach erklärt. Ja. Das heißt, jetzt hast du mal dann hier vor mir mein Gesicht, ganz wichtig, im klassischen Sinn und immer dran denken, diese grüne Übersetzung ist von der Itzhak-Luria-Akademie, das sind studierte Kabbalisten, die würden dieses Benny, je nachdem, wo das steht, ansehen, Gesicht, Angesicht, mein Aussehen, mein Gesicht, meine Person, meine Vorderseite, meine Oberfläche, das ist wichtig. Deine Vorderseite ist jetzt das, was du dir vorstellst, rein gedanklich in deinem Bewusstsein oder was auf der VR-Brille ist. Dann kommst du in den Bereich der sinnlich wahrgenommenen Information. Aber es ist trotzdem die Oberfläche. Ja. Oberfläche sind Gedankenwellen, du bist ja immer. Das heißt jetzt praktisch, meine Oberfläche ist immer meine Vorderseite, das ist das, was ich mir vorstelle, beziehungsweise in der Symbolik der Gedankenwellen, was in mir auftaucht, was die Gedankenwellen sind, dieses Fundamentior, die Lügen, die ich um mich herum verbreite, in Raum und Zeit verstreue, was aber immer nur meine Vorstellungen sind. Mhm. Gut? Ja. Und das M-Ende heißt jetzt hier als besitzanzeigendes Fürwort, heißt es ihr in Bezug auf Geistesfunken, aber als ganzes Wort gelesen, wenn du das Panim aussprichst, heißt es Gesicht ansehen, das Gesicht ist die geistige Sicht oder die Gehirnsicht, je nachdem, ob wir es rot oder blau machen. Und dasselbe Wort ist auch Innere, das Innere. Genau. Es ist deine geistige Sicht in deinem Inneren, wird jetzt, weil du dir das vorstellst, zu deiner Vorderseite. Mhm. Das Ganze ist jetzt ein Sinn. Das ist raumzeitlicher Intellekt, erzeugt zwei Existenzen. 50-50, das macht jetzt den Sinn vollkommen. In Sinus. Wenn mir das lateinische Wort Sinn, ich muss es nochmal reinstellen, und da kommt jetzt in den Übersetzungen im chronologischen Denken eigentlich schon dieses, wenn das Gegenteil von etwas Gegenseitiges vorhergegangen ist. Jetzt fängst du an, eine Gedankenwelle, die mir aus dem Einheitskreis, wo ja Plus und Minus übereinander stehen, die du dir jetzt zeitlich oder räumlich auseinanderdenkst. Ja. Das sind aber zwei Existenzen, der Wellenberg und das Wellental in unserem Sinn. Gehört nämlich untrennbar zusammen in dem Wort Sinn. Wenn ich jetzt das Wort 50 ist ja 50, 50 und 50 ist ja letzten Endes 100. Und die 100 führt dich dann zwangsläufig zur Affinität. Das ist das Kopf. Das ist die Affinität des bewussten, wertfreien Beobachters, weil der nicht mehr sagt, es ist richtig oder verkehrt. Kategorie 2 Fragen. Das ist der Mensch, der übrigens auch aus zwei Existenzen besteht, aus einer roten und einer blauen. Er ist das Sein, der Geist, Seger, das Männliche, heißt ja Gedenken, und Nekaba, der unterirdische Gang, wenn man das wirklich jetzt übersetzt, das ist die Frau. Mhm. Du merkst, wie das jetzt langsam ineinander greift. Ja. Das heißt also, dieses Penim, und da steht jetzt hier bei uns ja in der klassischen Übersetzung Penim al Penim. Das All ist zum einen ja Gott und nichts, das haben wir ja tausendfach durchgekaut, das heißt erst einmal Gott. Und dann heißt es die Gottheit, die Macht, aber auch das Nichts, weil Gott ist nichts. Mhm.
Wenn ich jetzt den Totalwert 31, diesen Gott des Nichts und den äußeren Wert die 31, das ist die ausgedachte Macht, die Mächtigkeit, die Kraft, wenn ich die hier zusammenfasse, darum haben wir einen Pyramidenwert von 32, das ist Leb. Leb ist das Herz. Jetzt können wir wieder rot und blau machen. Haare, das heißt ja dann die Erde, das erweckte Wissen. Ja. Ja. Aber was ich jetzt, wieso ich das zeige, es wird sehr oft, wenn das L zwischen zwei Wörtern steht, heißt es immer zu, hin, hinzu, nach, hin. Darum heißt es von Angesicht zu Angesicht. Das wird ja hier übersetzt von Angesicht zu Angesicht. Das ist jetzt praktisch Panim, Alpanim. Ja. Von Angesicht zu Angesicht. Diese Übersetzung. Ich kann aber auch jetzt lesen, Penim, Alpenim, dann heißt es vom Inneren zum Innersten. Wir gehen immer mehr in Richtung dieses Zentrums hinein, durch diese Schichten. Und das ist jetzt diese eine Stelle, wo der Jakob, und Jakob gab den Ort, den Namen, den können wir uns mal ganz kurz anschauen, was da eigentlich steht. Und Jakob gab den Ort den Namen Biel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Das ist, wo er kämpft, wo er dann zum Hinken anfängt. Und wichtig ist dieser Name Peniel, dieser Ort, wo er Gott getroffen hat. Und das schauen wir uns jetzt da mal an. Das ist hier nur in der Übersetzung als Eigenname angegeben. Setzt sich aber aus zwei Radixen zusammen, nämlich aus Peni, das heißt meine Oberfläche. Ja. Ist Gott des Nichts. Ja. Meine Oberfläche ist nichts. Warum ist die Oberfläche nichts? Weil plus 5, minus 5, wenn das gleichzeitig sich aufspannt, zwangsläufig immer arithmetisch Ari. Arithmetisch gesehen, wir sind Arier. Nichts ist. Der träumende Geist bleibt nichts, egal an was er denkt. Die 200 Gramm rote Gnede, die uns jetzt das symbolisiert, Ken Ede heißt die Basis, ist das hier und jetzt. Ede heißt nämlich jetzt auf Hebräisch. Ist nichts. Denn weil wie, und das ist jetzt, er sieht, er sagt, da steht drei, der Spiegel, weil ein Spiegel, ein erscheinender Intellekt, als Suffix ich bin ein Spiegel. Ich bin der Spiegel, der Kopf des Schöpfergottes, Rai, ich bin der Kopf des Schöpfergottes. Ja. Ich bin letztendlich alles. Ich bin nicht das vorm Spiegel oder hinterm Spiegel. Ich bin der Spiegel selbst. Ich bin der Kopf des Schöpfergottes. Und das ist UB, 86 Alim. Der ewig Seiende. Ich bin der ewig Seiende. Und hier jetzt vom Innersten zum Inneren. Wir haben etwas, wir denken uns was vorm Spiegel aus und hinterm Spiegel aus. Aber ich bin der Innerste zum Innersten. Da ist das Nichts. Das ist dieses Rei. Okay? Ja. Das ist einmal die erste Stelle, wo man, wo diese Radix Panim El Panim vorkommt. Die zweite ist in 2 Mose 33, 11, hochinteressant. 33 ist ja Gall, ist die Welle. Ja. Und 11 ist ja Ei, ist nichts. Die Welle ist nichts. Da ist der Leben, ist 31. Ja. Das Leben ist nichts oder ist Gott und die Welle ist nichts. Ja. Merkst du jetzt, wie das zusammengeht? Es ist alles übergöttlich perfekt. Du wirst immer mehr merken, dass die Welt perfekt ist, göttlich ist, von Gott erschaffen, in einer Dimension von Komplexität, die du wirklich nur erahnen kannst, solange du anfängst, langsam anfängst, Holofeeling zu verstehen. Und da heißt es, und Jahwe redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht. Das ist jetzt die Sache hier mit dem brennenden Dornbusch. Wie ein Mann mit seinem Freund redet, das mache ich mit dir Geistesfunken. Der Mann ist der Geist, der eigentliche Urdenker. Ja. Und ich rede doch mit euch wie mit einem Freund, wie mit einem Kind. Stimmt. Da heißt es, und Deba und spricht, das ist Vers 11, im Nichts. Jahwe, Gott, immer ja. Umschauen mit Mosche, das hast du übrigens vom Lamm auch. Von Angesicht zu Angesicht. Wie, gleich wie, er redet, es redet, das ist dieses Geba, heißt reden, sprechen, das Wort, eins dieser Wörter, sprechen, redet, Aish ist der Mann, aber interessant, ein nicht existierender Logos. Ich kann auch lesen,
ich werde zu einer Gestalt. Der Mann, sobald der Mann zum Denken anfängt, ist er die Gestaltwerdung. Es gibt, es ist, es entsteht, ich. Im Moment entsteht etwas aus diesen Aleph, aus diesen Ersten. Zu, da ist jetzt das All als zu übersetzt, hinzu einem Freund, Rea. Zu seinem Freund. Wie der Mann mit seinem Freund redet und kehrt zum Lager zurück. Das ist dieses Ur, der Ursprung, sein Diener aber, Joshua, Jesus, der Sohn Nuns, der nun ist, der nun jetzt wieder ist, ein Jüngling, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Er weicht, Joshua, Jesus weicht nicht aus dem Inneren. Wahrlich, ich sage dir, ich bin jetzt in dir, wenn ich wiederkomme, werde ich in deinem Kopf geboren. Ja, geil. Man kann das verstehen oder nicht verstehen. Ohne Wissen kommst du nicht weiter. Wenn man immer sagt, Weisheit hat nicht mit Wissen zu tun, das stimmt und stimmt nicht. Zwei Seiten. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist das Erste, was du jetzt dir sagen solltest in Bezug auf das Wissen, das du zum Denken benutzt. Aber wie weißt du von dem Wissen, das in dir drin ist? Ist es nicht so, dass alle Menschen, denen du Wissen zusprichst, von dem du sagst, dass ich das ja nicht weiß, aber die wissen das? Denkst du dir nicht die Gescheiten genauso aus, wie dich als Dummen wirft, habe ich das erklärt? Egal, was irgendjemand äußert in dir, egal welches Buch oder welche Internetseite in dir auftaucht, wenn du jetzt träumst, kommt es aus dir selbst, aus dem, der du bist, den wir jetzt symbolisch zuerst einmal als träumenden Geist uns vorstellen. Und da er als träumender Geist sich nicht raussuchen kann, was er träumt, ist er immer noch was Unfreies. Wie oft habe ich das erklärt? Es ist so schwer zu verstehen. Was hindert dich das dran, das zu akzeptieren? Das ist nach wie vor dein Ego, dieses Verwechslung mit dem Körper, der mit aller Gewalt es nicht wahrhaben will, weil das würde ja hassen, dann gehe ich ja unter. Aber ist das was Negatives? Was heißt das, wenn was untergeht? Es wird wieder eins mit dem, der immer ist. Ja, stimmt. Ja. Okay? Nächstes, 34. Das ist übrigens 3, 4 gelesen, heißt es Gut. Ah, hatten wir auch in der 101. Jupiter ist Gott. Und es stand, es nicht glauben, machen wir da einfach einmal den Gott rein, die 3, 4. Und dann hast du den Glücksgott, der in dir aufgetaucht ist, und das ist der Jupiter. Gut. Und es stand in Israel ein Prophet. Entschuldigung, und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, welcher Jahwe gekannt hatte von Angesicht zu Angesicht. Und dann haben wir das nochmal in die Richter. Das ist jetzt, dass der Engel Jahwes war und Gideon sprach, ach Herr Jahwe, dieweil ich den Engel Jahwes gesehen habe von Angesicht zu Angesicht. Das magst du. Das magst du in dem Moment, wo du dir den Engel ausdenkst. An wen du auch immer dabei denkst, ist nicht jeder ein Engel, der in dir auftaucht, der als ausgedachte Figur in der Unwissenheit lebt, die du dir selber ausdenkst. Und dann haben wir in Ezekiel, da kommt dieselbe Stelle, und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und da selbst mit euch reden von Angesicht zu Angesicht. Das ist deine momentane Traumwelt, das ist Sodom und Gomorra. Ich habe dich dahin gebracht, dass du dich eines Besseren besinnst. Ja. Und ich rede jetzt vom Innersten zum Innersten von dir, weil ich bin jetzt in dir drin. Ich bin deine Information. Ich habe noch nie was anderes behauptet. Ja, stimmt. Wenn du dir jetzt an einen Udo ausdenkst, dann ist der Udo in dir drin, den du dir ausdenkst. Und die sinnlich wahrgenommene Lautsprecherstimme oder das Pixelmännchen ist mit Sicherheit nicht in dir drin. Und dann doch wieder, es ist eine Vorstellung und deine Vorstellungen sind deine Informationen. Du musst dieses Aufspannen der Finger wirklich verstanden haben. Ein ganz tiefes Symbol. So, und jetzt gehen wir zurück. Und jetzt springe ich gleich nochmal in den 5-5. Da kommt jetzt hier, wir machen da weiter. Nicht mit unserem Väter hat Jahwe diesen Bund gemacht, sondern mit uns, die wir heute hier leben. Das sind die Geistesfunken von mir. Von Angesicht zu Angesicht hat Jahwe auf dem Berg mitten aus dem Feuer mit euch geredet. Und da steht jetzt nicht Panim el Panim, schau, sondern da steht Panim, Panim. Ja, genau. Ein kleiner Unterschied, der aber sehr, sehr entscheidend ist. Aha. Das heißt nämlich das Innerste im Inneren. Das ist die 8 in unserer 181. Das ist der Punkt.
um den sich alles dreht, wo wir das ja dann aufbauen, wenn wir jetzt hier unseren David-Stand machen, auch 181 Felder, wo wieder die 181 in der Mitte ist, mit plus 5, minus 5, das ist HBH. Ja. Das bin ich. Und ich behaupte, dass ich du bin, wenn du aufgehört hast, dich mit einem Gedanken von dir zu verwechseln. Da haben wir dann nämlich 43. Primzahl. Genau. Gespiegelt. Ist ich UB Gott und ich UB, jetzt wichtig, das kannst du jetzt an den Udo Petscher denken oder an dich selbst denken, das hast du nämlich ich als aufgespanntes Wissen. Mhm. Mensch, Persona, als Gesicht. Das kannst du immer wieder spiegeln. Das ist die Eigenart. Das ist natürlich jetzt ein Komplex, der immer noch eine extreme Vereinfachung ist. Und darum spiele ich ja diese ganzen Filmchen ein. Jetzt mit Dark, da haben wir genau diese Symbolik. Jetzt ganz neu in die Kinos läuft auch ein Tenet. Denk an den Trailer von Tenet. Ja. Von Nolan. Mhm. Christopher auch Nolan. Memento. Ja. Der Memento zum Beispiel ist von Tenet. Inceptions ist von Tenet. Was übrigens nichts anderes. Inceptions, Englisch heißt nichts anderes wie Beruschid. Du okay. Weißt doch wohl nicht glauben, dass dieser Nolan, den du dir ausdenkst, dieser Regisseur, der diese Filme macht und die Drehbücher schreibt dazu, dass der das machen könnte, wenn du dir das nicht ausdenkst, dass du überhaupt existieren würde, wenn du dir den nicht ausdenkst. Du weißt doch wohl nicht glauben, dass du in der Lage wärst, dir den auszudenken, wenn ich dir das nicht einfallen ließ. Das ist schon verdammt hartnäckig, Udo. Das ist schon... Es ist einfach, es ist ein Wunder. Es ist ein Wunder und du bist ein Auserwählter. Nicht der Holger, den du jetzt sprechen hast. Das ist ein Lautsprecher. Ein ausgedachter Lautsprecher natürlich. Und ein ausgedachter Holger oder eine ausgedachte Elge. Wo war jetzt eigentlich die ganze Zeit die Elge? Gut. Ja. Kleinen Moment. Da schauen wir noch mal ein bisschen weiter. Von Angesicht, also vom Innersten, wenn man jetzt hier, das ist ja das Innerste, das Gesicht, das Aussehen, dann die Oberfläche, das sind die Einzelradigsten, die wir hier rausziehen können. Ihre Oberfläche, die Schaubrote, schau mal, die Schaubrote, das Brot von dem Ansehen. B-Rot heißt im Adam. Mhm. B-Rot heißt die äußeren Zeichen. Immer preisiert. Das sollte man dann schon können, die Schaubrote. Sich wenden, sich ständig wendend, hinwenden, zuwenden, abwenden, ständig kreisen, sich ständig verändernd. Es wendet sich ständig um. Hell, dunkel, gesund, krank. Aber beides ist immer gleichzeitig, wenn du, sobald du auf die höhere Ebene kommst. Denk wieder an unser heliozentrisches Weltbild an die Erdkugel. Mhm. Da ist Sonnenschein, Regen, egal was, das ist eine Kollektion. Sobald du in einer Kollektion denkst, löst sich auch dieses zwanghafte chronologische Verstreuen auf. Okay, und dann ist es die innere geistige Sicht. Und jetzt muss man noch wissen hier unten, dass das im Hebräischen auch eine Dualendung ist. Dann heißt da Ben Aspekt hast, heißt es zwei Aspekte. Mhm. Das ist der Wellenberg und das Wellendal. Aber sobald du an zwei Aspekte denkst, immer an das Diapositiv, Diapositiv, sind vier Aspekte da. Sobald du an vier Aspekte denkst, müssen nochmal vier da sein, waren es acht. Sobald du an acht denkst, waren es 16. Jetzt kommen wir zu unseren 16. Und der Computer, darum baut der Computer jetzt in deiner Welt, der symbolische Computer, 16-Bit, 32-Bit, 64-Bit. Die rechnen auf. So, kleinen Moment. Und jetzt lasse ich das nochmal laufen. Pass auf, was jetzt kommt. Dieselbe Stelle. In der Wissenschaftsgeschichte ist es bisher so gewesen, dass das bevorstehende Paradigma erst dann überwunden werden konnte, nachdem genügend alte Wissenschaftsvertreter gestorben waren. Danach waren nicht mehr genügend alte Abwehrkräfte vorhanden. So, und jetzt schauen wir mal da rein, was da drin steht. Ich stand zwischen Jahwe und euch in selbiger Zeit, um euch das Wort Jahwes zu verkünden, denn ich fürchtete euch vor dem Feuer und stieg nicht auf den Berg, in dem er sprach, ich bin Jahwe, dein Gott, der dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten. Ägypten, Mitzrayim, ist die Welt der Einteilung, habe ich alles erzählt, aus dem Hause der Knechtschaft. Du bist ein Knecht, Neo, sage ich als Morpheus. Mhm. Du sollst keine andere Götter neben mir haben. Ich behaupte, ich bin du. Du sollst neben dir keine andere Götter haben. Du bist in deinem Traum, wenn du bewusst träumen würdest, bist du der Mächtigste, weil dir glaube, dass nicht so niemand, den du dir ausdenkst, überhaupt existieren würde, wenn du ihn nicht denkst. Stimmt, ja.
Du sollst dir kein geschnitztes Bild machen von irgendeinem Gleichnis dessen, was oben kreisend, blau aufgespannt im Himmel und was unten auf der Erde und was in den Wassern unter der Erde ist. Das, was immer ist, existiert überhaupt nicht. Das, was im Himmel ist, ist das, was du dir Hayom, ML, Gestalt gewordenes Joch, Gedankenwellen. Da gibt es übrigens noch wesentlich mehr Möglichkeiten, wenn man jetzt das, ich mache immer nur die einfachste Form, immer dran denken, du kannst ohne Probleme mit Holofilinger 400 Seitenbuch draus machen. Weil das Him lacht dann ja an hier unten und das ML. Und was unten auf der Erde, Erde heißt der Weg des Wissen hebraisiert, und das, was dann im Wasser selber, unter der Erde, das heißt unter dem erweckten Wissen, Erde heißt ja erwecktes Wissen. Das sind deine Gedankenwellen. Was unter den Gedankenwellen ist, das sollst du dir gar kein Bild machen, das ist die absolute Einheit. Okay? Ja. Aber jetzt pass auf, wie es weitergeht. Du sollst dich, das Bessel wäre jetzt noch interessant, wenn wir das Bessel uns anschauen, das geschnitzte Bild, was da eigentlich wirklich drinsteht, aber da müsste ich, jedes Wort müsste ich so zerlegen, müssten wir uns eine Stunde Zeit nehmen dazu. Lass es ein bisschen komprimiert. Die kommt jetzt eigentlich erst, die wirklich wichtige Stelle. Du sollst dich nicht vor ihnen niederbeugen und ihnen nicht dienen. Du solltest niemals einen Gedanken von dir, dich zu einem Diener von einem Gedanken von dir selbst machen. Ja. Was du automatisch machst in dem Moment, wo du dich mit einem Trockennasenaffen verwechselst, der sich hundertprozentig sicher selbst einredet, dass er Geld zum Überleben braucht. Stimmt. Das ist dein Gott, Geld. Denn ich, Jahwe, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Ungerechtigkeit der Väter heimsucht an den Kindern, ja, an dem dritten und an dem vierten Gliede derer, die mich hassen. In der Wissenschaftsgeschichte ist es bisher so gewesen, dass das bevorstehende Paradigma erst dann überwunden werden konnte, nachdem genügend alte Wissenschaftsvertreter gestorben waren. Danach waren nicht mehr genügend alte Abwehrkräfte vorhanden, sodass... Das ist die schöne Aussage. Zuerst müssen alle Professoren wegsterben, dann ihre Muster schildern, dann ihre Muster schildern, und dann kann wieder neues Denken wach werden in dir. Die übrigens auch irgendwann einmal jung waren. Und diese Stelle ist natürlich ganz interessant hier, dieses Niederbeugen. Schauen wir nur das erste nicht. Le ist ja auseinandergeschmissen. 9 steht übrigens für die Spiegelungen. Ja. Das ist einmal rot geschrieben, der Spiegel, und das sind die Spiegelungen. Die Spiegelungen als Le heißen auseinandergeschmissen. Jetzt haben wir viele Spiegelungen. Und da heißt jetzt hier, du wirfst dich nieder, du wirst dich niederwerfen, du beugst dich. Denk an unser Gesichtsfeld, das sich vor dich beugt. Wenn du in den Spiegeltunnel reinschaust, in einer Stereobrille, und du betest das an, schau her, im Testleben, der Test, was bedeutet Test? Du huldigst, du dienst und du wirfst dich nieder. Dieses Anbeten. Die klassischen Übersetzungen, aber jetzt können wir, da gibt es nochmal eine Möglichkeit, schau, da steht zuerst einmal hier, wir schauen mal die ersten 3 Buchstaben an. Das heißt, du möchtest, du stellst etwas hin, du stellst etwas auf, du legst etwas vor dich hin, du setzt etwas ein, du machst etwas, okay? Du richtest, du pflanzt, du gründest, du errichtest, aber was errichtest du? Java. Die Eva. Ja, genau. Eine und Traumwelt. Das heißt, etwas aussagen, etwas aussprachen, verkünden, eine Information, du informierst dich. Ja. Und es wird immer so sein, wie du dir selbst mit einer Logik ankündigst. Oh, oder? Aber dann wird es wieder finster, dann wirst du wieder gesund. Selbst erfüllende Prophezeiungen, Holger. Denk an unseren von Mustang. Die Wahrscheinlichkeit, habe ich gesagt, das ist, ich erzähle die Geschichte ganz kurz, dass die Leute mitkommen. Ich mache das auch mit meiner Marin. Ich habe da so meine Möglichkeiten. Holger ist ja Autofan, fährt zum Tanken. Und da schreibt er heute auf der Rückfahrt vom Tanken, der vierte, also seit er sein jetziges Auto hat, ist es das vierte Auto, das in der Lage war, ihn zu überholen. Das war einmal ein Ferrari, dann ein ganz großer Mercedes, V8, hochgetunt vor AMG, ein 5er BMW, und jetzt, er fährt knappe 260 und dann zieht er so einen Scheißdreck Mustang an ihm vorbei. Mustang geht. Er schickt das, raumzeitliche Geschichte, um 17.26 Uhr. Boah. Ich gehe mit der Marion spazieren. Ich erzähle ihr die Geschichte und dann sage ich jetzt, pass mal genau auf, was passiert.
Und es sieht dann folgendermaßen aus. In Weißenburg, die Autos sind extrem selten. Wir gehen kurz zum Einkaufen in den Supermarkt. Kurz vor dem Supermarkt hören wir hinter ein Brabbeln und es fährt genau dieses Auto in Schwarz an uns vorbei und bleibt vor uns stehen. So, Herr Grottäuge, das ist schon sehr. Ganz kurze Ergänzung, also das ist auch nur ein Beispiel für das Auto. Der, der mich überholt hat, der war auch schwarz. Also insofern, das passt. Alles klar, in Schwarz. Ja. Dann, die Maudin hat bloß kurz aus dem Supermarkt was geholt. Ich habe gesagt, ich gehe nicht mit rein. Ich habe vor unserem großen Supermarkt gewartet. Da geht die Ausfahrt geht direkt an den Haupteingang vorbei. Ich setze mich hin, es dauert 2 Minuten. Ich höre Gebrabbel und dasselbe Auto nochmal, dasselbe Typ, bloß diesmal in Silber, fährt auch an mir vorbei, der zweite. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit in diesem Kontext, weißt du, wie viel von dem Typen in Deutschland überhaupt rumfahren? Ich sage immer einfach, wie oft siehst du, wenn du ein Vielfahrer bist, wie viel Ferrari siehst du eigentlich fahren? Es gibt mit Sicherheit in Deutschland, kann man mir vorstellen, mehr Ferrari wie diese Ford Shelby. Ja. Denken und materialisieren, das sind die Synchronizitäten, die sich häufen. Ich sage seit jetzt ausgedachten 20 Jahren, wenn du anfängst, dich bewusst die Welt anzuschauen, wirst du feststellen, dass du immer einen gewissen Kontext hast und die Welt sich mit dem Kontext um dich herum aufbaut. Weil es ein Traum ist. Es ist ein Traum, ob du es glaubst oder nicht, es ist trotzdem ein Traum. So, jetzt glaube ich, reicht es eigentlich. Ich könnte da so viele Kleinigkeiten, das Ausgedachte, das Gag-Ebene, wenn ich immer sage, Geist ist eben. Gott kann es nicht ist eben. Gott kann es nicht geben, weil er letztendlich immer. So, kleinen Moment, da muss ich jetzt da hin. Bildschirm mache ich das Bild wieder. Jetzt müsstet ihr mein Bild wieder haben. Ja. Jetzt ist plötzlich die Elge wieder aus dem Nichts aufgetaucht, die im Hintergrund war und zugehört hat. Das ist dieses Spiel. Egal was auftaucht, das ist eine so unendlich tiefe Metapher. Einheitskreisdenken mit den 4 Quadranten, da stecken die ganzen physikalischen Formen drin. Du wirst nie hören, dass was nicht stimmt. Und darum musst du gerade jetzt dieses Selbstgespräch, wo ich gerade gezeigt habe, das letzte über den Paradigmawechsel. Was da noch ein Hintergrund ist, wenn ich jetzt immer sage, jedes Wort, was ich jetzt anspreche, wo du vielleicht innerlich wieder miteinander, da komme ich nie mit, das begreife ich nie. Ich verspreche dir, du wirst es verstehen, du hast es schon verstanden, weil du ich bist. Der Trick dabei ist, du musst nur loslassen lernen. Du musst nur loslassen lernen. Ich muss ganz kurz aufmachen. Unterhaltet euch so lang. Bei mir klingelt es auch, Elke. Moment bitte. Ihr habt euch nichts zu sagen, oder? Udo, jetzt lass mich kurz erzählen. Kurz bevor es bei dir geklingelt hat, denke ich, was war denn das jetzt? Hat es bei dir vielleicht auch geklingelt? Das ich habe gedacht, scheißegal, hör doch mal bitte zu. Scheißegal, das Gespräch ist wichtiger. Bleibst du sitzen. Dann stehst du auf, es ist still, es klingelt zum zweiten Mal. Also als Ergänzung jetzt zu der Synchronizität habe ich Post bekommen. Ich habe Post bekommen. Ja. Das, genau das würde ich dir jetzt erklären. Ja. Ich glaube, Jana, dass ich irgendwelche Zufälle, dass ich irgendwelche Zufälle, nur irgendeinen Zufall zulasse. Es gibt keine Zufälle. Es fällt dir etwas zu und du bist der Hintergrund und das Prinzip, die Welt spricht sie dir. Du weißt es, wenn ich immer sage, wenn wir spazieren gehen und ich, egal ob das Autonummernschilder sind, ob das Überschriften sind in Geschäften und du hast immer einen Fokus und du kannst den Fokus verändern. Du hättest die Freiheit dazu. Das Problem ist, ein träumender Geist hat nicht die Freiheit dazu, weil ein ausgedachter träumender Geist ist ein ausgedachter träumender Geist. Das ist alles Ausgedachte, ist ein Dasein müssen. Du musst zuerst wissen, was du selbst bist. Du bist etwas, was nicht als Ding an sich nicht existieren kann. Wenn ich zum Beispiel sage, das Rote, wenn was rot geschrieben ist in meinen Schriften,
Das ist natürlich auch, das geht auch das Rote, solange noch Schwarz-Weiß-Schriften sind. Du wirst dann automatisch merken im Kontext, ob ich vom roten Ich oder von einem blauen Ich denke, von einem ausgedachten Ich, ob ich von einem Menschen rede oder von einer Person rede. Das ist auch jetzt, wenn du Selbstgespräche hörst, muss dir klar sein, du hörst die ganze Zeit, hast du mal einen Lautsprecher zu, du denkst dir einen Udo aus. Der Mensch Udo ist ein Gedanke von dir und er ist nicht das Pixelmännchen. Es geht nur darum, was da ist. Dass ich im Kontext oft wirklich von der Person, von dir ausgedachten Person Udo rede, oder ich rede dann von Ich UB Rot, von mir selbst, von dem, was ich bin. Ich bin. Wo ich sage, ich bin du. Das ist der, der vor allen ausgedachten Dingen steht. Selbst vor einem ausgedachten Gott. Da kann ich immer sagen, ein ausgedachter Gott ist ein Geschöpf. Da kommt das Wort Schöpfen schon her. Du schöpfst es aus dir, aus diesem Innersten heraus. Und stellst es, sagst du mal, vor dich hin als Vorstellung. Die natürlich jetzt dann, die Vorstellung ist ein Abstrakt. Das in einem gewissen Maß kann das rechts von dir sein. Das ist eine feinere Definition. Das kann über dir sein. Alles, was über dir oder hinter dir ist, sind auch Vorstellungen. Du hast die Vorstellung, dass jetzt hinter dir das oder das ist. Das existiert aber erst in deinem Kopf, wenn du es denkst. Dann kannst du das auf die Farbbrille holen. Dann musst du schon wieder, hast du deinen blauen Kopf gefiltert, ich sage, dann muss ich den Kopf rumdrehen. Du drehst aber den Kopf nicht rum, wenn du eine Farbbrille hast. Wenn du nur ein Geist bist, wenn du jetzt dieses abstrakt verstanden hast mit den Augen, mit den zwei Augen, mit die Zapf. Habe ich zigfach erklärt. Das heißt, es wird nicht besser, wenn ich es immer wieder mache. Das sind ja Zäpfchen, rot, grün, blau, wie auf deinem Monitor rot, grün und blaue Lämpchen sind. Und die sind dann auch wieder absolut präzise. Jede Kleinigkeit, jedes kleine Wort erfordert ein riesen Erklärungsmodell, wenn du das genauer anschaust. Da weiß deine Welt nichts davon. Du wirst dann merken, aber der Schlüssel dazu ist die Vordersprache. Zuerst einmal diese lächerlichen 22 Zeichen in Rot und Blau. Diese Symbolik muss verstanden werden. Pass auf, ich zeige dir mal eine Kleinigkeit. Wir machen dann nochmal Bildschirm übertragen. Da gehen wir da ganz einfach einmal ins Internet. Wikipedia habe ich zwar auf vielen Selbstgesprächen drauf, aber man muss immer wieder wiederholen: Zapfenauge. Das ist jetzt praktisch dann eine Netzhaut, entspricht es hier den Triplets auf dem Monitor. Die Rot-Grün-Blau-Lämpchen, du hast hier Rot-Grün- und Blau-Zapfen, das ist übrigens bei Menschen werden die drei Zapfen, die Reihe, immer dran denken: unsere drei. These, Antithese, Synthese-Zapfen. Die S, M und L-Zapfen genannt. Interessant, S steht für Bewusstsein. Das ist der Rote. M steht für Gestaltwerdung. Und L steht für Licht. Da ist eigentlich schon die Einstein-Formel mit drin im Kleinen. Das ist übrigens, bezieht sich auf die Wellenlänge, Small, Medium, Large. Das sind die Blauzapfen. Grün, Blau. Entschuldigung, M, Gestaltwerdung. Das ist, hängt von der Wellenlänge ab. Blauzapfen, Grün, Blau. Und das, da kannst du jetzt gleich machen, das ist Bewusstsein, das ist Gestaltwerdung und das ist das Licht. Aber was jetzt hier interessant ist, wenn du diese Zäpfchen nimmst, wir fangen jetzt wieder an zu hebraisieren, pass auf mit Zapfen. Das macht ja praktisch dann diese Mischung aus und die bewegen sich ja nicht. Dass ich jetzt zum Beispiel das Wort ZA hinschreiben kann, die Geburt einer Schöpfung, blau gelesen. Zeitliche Geburt einer Schöpfung, du schöpfst ja aus dir was heraus, komm heraus, hervor und so weiter. Das heißt auch Dreck, DR, Generation in einem Eck. Code sind Zeichen. Ich kann natürlich das A in dem Wort Zapfen als Aleph, als Vokal draußen lassen, dann haben wir die Geburt von Wissen. ZB, Zap. So. Das heißt, dann taucht etwas auf. Es schwimmt etwas auf der Wasseroberfläche. Das sind deine Gedankenwellen. Stimmt oder stimmt? Das, was in dir auftaucht, das Auftauchen und auf der Wasseroberfläche schwimmen. Das sind diese Gedankenwellen in dir. Das ist übrigens Natio, die Geburt. Das lateinische Wort Natio, die Abstammung rot geschrieben. Nado heißt das Umherschwimmen in der eigenen Matrix. Es verknüpft sich alles, die Religion, die heiligen Schriften, die Physikbücher,
All das verknüpft sich mit Holofeeling zu einer göttlichen Schöpfung. Und es ist nicht, Holofeeling ist nicht für die Figuren, die du dir ausdenkst. Es ist für Geist. Von Geist für Geist erschaffen. Also was hast du noch für ein Problem? Lass es doch einfach geschehen. Das Problem, die Probleme, das Vorgelegte, das ist ständig was in dir wiederholt, weil du nicht loslassen willst. Weil du meinst, es wär's jetzt schon, wenn du glücklich bist, wenn du reich bist. Reich sein und arm sein ist wie einatmen und ausatmen und hell und dunkel. Das eine gibt es überhaupt nicht ohne das andere. So soll ich der erste Trick. Wenn du dich schon vergleichst, vergleich dich nach unten, dann geht es dir super gut. Egal welchen Status du jetzt als Trockennasenaffe hast, du wirst dich wundern, wie weit es noch nach unten geht, denen jetzt angeblich schlechter geht wie dir. Du vergleichst dich immer mit denen, die von dir ausgedacht werden, die du dir besser, reicher, schöner, gesünder denkst wie dich selber. Und darum fühlst du dich schlecht. Würdest du dich mit den anderen vergleichen, was den ganzen Tag rumrennen und was sagen, geht es mir gut? Du magst dir das sind so simple Sätze. Die sind auch nicht diskutierbar. Hör auf mich oder lass es sein. Ich habe unendlich viel Geduld, glaub es mir. Und immer dran denken, ich rede jetzt nicht mit dem, der du zu sein glaubst. Der wird nicht überleben. Nicht die geringste Überlebenschance. Nichts. Weltbilder. Selbst Weltbilder überleben nicht auf Dauer. Es sind momentane Vorstellungen, generiert aus einem geistlos nachgeäfften Intellekt. Egal, zu welcher Zeit du dir jetzt ausdenkst, es befindet sich im ewigen Hier und Jetzt. Und du sprichst jederzeit, die du dir ausdenkst. Das ist ein Faktum, eine hier und jetzt hundertprozentig überprüfbare Tatsache. Es wird immer so sein, in dir auftauchen, wie du dir es ausdenkst, wie du es aus dir selbst herausschaffst. In dir selbst sind unendlich viele Möglichkeiten, die das, was deine momentane Basic-Logik, diese primitive, weltliche, materialistische Logik hergibt, meine Schimmelpilzkolonie, wo ich sage, ob das Theologen sind, es sind Lügenverbreiter, weil sie nachäffen, aber sie selbst sind freigesprochen. Ich kann doch Figuren in meinem Traum nicht vorwerfen, dass sie so sind, wie ich sie träume. Die Wurzel liegt wo ganz woanders. Das ist das Geschenk. Und du musst der Erste sein, der sich darauf einlässt, ganz im Stillen. Darum sage ich immer wieder, das ist was Intimes. Aber gerade in den Intimen, wenn wir das Englisch schreiben, in time, in welcher Zeit lebst du eigentlich? In der Zeit, die du dir jetzt ausdenkst. Meinst du, du bestimmst, dass jetzt 2020 ist? Du bestimmst doch das nicht. Du denkst dir das aus. Bestimmen du das ist ein ganz anderer. Mit Sicherheit nicht irgendwelche Planeten, die um eine Sonne rumkreisen, wo irgendwann einmal festgesetzt wurde, wie man Zeit zählt. Das ist ja alles angeblich hundertprozentig sicher bewiesen ist. Das ist so massiv voller Fehler. Und da kommt jetzt wieder dieses Mauern, die Mauern ohne Ende. Wissenschaft war immer Wissensverhinderung. Da bin ich so oft drauf eingegangen. Im Detail bringt die Wissenschaft sehr viel. Aber die Schutzzuweisungen, die du machst, du musst jetzt erst einmal an die eigene Nase fassen. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Und solange du nicht die ganze Schuld auf dich nimmst für die Welt, die du dir ausdenkst, und dich im selben Moment auch freisprichst, was du machen kannst, wenn du sagst, ich bin ja zurzeit bloß ein träumender Geist, ich kann ja nichts dafür, dass ich das träume. Sag ich, stimmt, das ist schon mal eine Erkenntnis. Dann frag dich, warum ich dir das jetzt träumen lasse. Wenn du die Antwort nicht weißt, dann sagst du, wieso kriegst du in einer Fahrschule als Trockennasenaffe einen Führerscheinprüfungsbogen vorgesetzt? Dass du ein Regelsystem erkennst, an das du dich zu halten hast. Sonst wäre das ein Chaos im Straßenverkehr. Du hast, wenn du deine Prüfung bestehst, hast du die grundlegenden Regeln für den Straßenverkehr, den du dir jetzt ausdenkst, dass da kein Chaos passiert. Was meinst du, was da außen los wäre, wenn lauter Holger rumfahren würden? Es würde reibungslos und sportlich vonstatten gehen. Ja, ja. Das ist immer die Guten. Ich sage immer wieder das Problem mit den Guten. Sobald du glaubst, du bist ein Guter. Das ist immer, wenn ich sage, ja. Wieso denn die Menschen, die Spirituellen, wieso fressen die ihre Müsli-Scheiße in sich rein? Das ist jetzt kein Vorwurf, die denke ich mir ja aus. Ich werde niemals jemanden, den ich mir ausdenke, vorwerfen, dass er so ist, wie er ist. Was ich damit sagen will, dass denen gar nicht bewusst ist, wie viele Feindbilder die in sich haben. Mhm. Und wenn es bloß Fleischesser sind. Es gibt natürlich auch Vegetarier, die hier definitiv die Fleischesser tolerieren, aber sich mit Sicherheit als bessere Menschen betrachten, weil sie es nicht machen. Ja, kenne ich. Mhm.
Jede Einseitigkeit, was dir logisch und richtig erscheint, baut in dir Feindbilder auf ohne Ende und das kriegst du gar nicht mit. Und das ist nur das Spiegelbild von dir. Das ist, du musst ein geistiger Allesfresser werden. Das ist dieses Wort Essen. Esse im Lateinischen sein. Tausendmal erzählt. Akol auf Hebräisch. Dasselbe Wort hast du auch, ich werde alles. Ich werde alles. Ist das Aleph als Vorsilbe gelesen? Imperfekt. Als erster Buchstabe gelesen heißt das alles, das hebräische Wort für alles. Aber All ist dieses Nichts, das ist Gott und Le-Es ist auseinandergeschmissene Raumzeit. Und darum ist der Raum um dich herum ein Traum. Aber das ist nochmal, Volumen heißt Rollen. Es rollt etwas. Und wenn ich dann immer wieder sage, das spielt keine Rolle. Das Rotgeschriebene spielt keine Rolle. Das ist das Zentrum. Und das absolute Zentrum, ein absoluter Punkt, hat keinen Radius mehr. Der kann sich eigentlich gar nicht um sich selbst drum drehen. Was man bei den Quantenteilchen da macht, bei den Quarks, die dann hier ja einen Spin haben. Und all das ist doch nachgeplappert, zeig's mir. Das ist eine tiefe Symbolik, wenn man das versteht. Die Up-Quarks und die Down-Quarks, das ist unser Einheitskreis, wenn ich immer wieder sage. Oben, wir beginnen beim Rot im Farbkreis, wenn wir sagen, auf der Uhr wäre das 3 Uhr, die Reihe, das beginnt im Spiegel. Das kann man alles nachlesen. Dann geht es hoch, auf die 3 wird 2, wird 1, dann kommen wir zur 12 Uhr. 1, 2 gelesen ist das Up. Dann geht es ab. Dann geht es runter, bis wir zur Purpurlinie, zum violetten Rot-Blau kommen. Das ist das, die Erkenntnis, die du jetzt kriegen musst. Ich, rotes Ich, als Leser bin untrennbar mit einem Programm, mit einem blauen Ich verbunden. Und wenn du das verstanden hast, fällst du wieder in das Rote und dann machen wir spiralförmig. Das ist in der Esoterik, wird das alles erklärt. Aber was das bedeutet, wird dir keine Esoteriker in deiner Traumwelt erklären können. Ich würde jetzt auch sagen, warum. Weil Figuren in deinem Traum erst dann eigenständig verstehen, in die in Erscheinung treten, wenn du das selber verstanden hast, weil du die Quelle dafür bist. Du hast ja zurzeit noch ein Führerscheinprüfungsbogenprogramm, das voller Fehler ist. Da geht es nicht um Schuldzuweisungen, sondern erkenn einfach, dass die Weisen deiner Welt geistlose Schwätzer sind, egal wer sie sind, weil die Spiegelbilder von dir selbst sind. Du bist doch auch bloß ein geistloser Schwätzer. Und lese mal in Gedichten, meinetwegen jetzt das Requiem. Diese ganzen Kleinigkeiten, das ist ein ganz einfaches, kindgerechtes Deutsch. Zeig mir die Weisen deiner Welt. Die Jesus-Sprüche waren Hammerschläge. Und es tut weh, das sind die Situationen, die du jetzt immer wieder von welchen hörst, die mit Ehepartnern oder mit irgendwelchen Freunden, diese ganze Petra-Robert-Geschichte, der liegt mir am Herzen, ich will dem was erklären. Hör auf, jemandem was erklären zu wollen, wenn er es nicht hören will, weil das ist sowieso bloß ein KI. Es sind alles KI, auch du bist der KI, als blaues Ich. Dann machen dann sogar die Ego-Shooter machen einen Sinn, wenn man rumläuft und Kriegsspiele spielt. Dass man die KIs, dass dann mal alle abknallt, symbolisch natürlich bloß. Vernichten tust du die Sachen, wenn du sie nicht mehr denkst. Genau. Du bist der Grausamste, den es überhaupt gibt, weil du alles untergehen lässt. Der Witz, du wiederholst es bloß immer wieder, du holst dieselbe Scheiße immer wieder hoch. Warum machst du nicht mal was vollkommen Neues? Warum denkst du dir nichts vollkommen Neues aus, was wirklich absolut neo-neu ist? Dazu brauchst du ein neues Programm. Das wirst du nicht kriegen, wenn du dein jetziges Programm nicht opferst. Das ist die Geschichte mit dem Hau. Stimmt. So, jetzt lass mal es gut sein, das kannst du jetzt nochmal auf dich wirken lassen. Super. Tschüss, bis gleich.